Weiter geht's hier im Irrwald, aber ich will hier nicht allzu lang bleiben, denn ja, den komischen Kauz haben wir jetzt gefunden. Das heißt für mich, ich könnte problemlos hier mal erstmal rausgehen, aber der, ja, das wird ein bisschen schwierig sein, denn erstens muss ich den Weg finden und zweitens muss ich gegen die kämpfen, ne? Das gehört ja auch dazu. Hihihihi. Rate mal, wer Pokémon-Kämpfe am meisten liebt. Auf der ganzen Welt. Ich. Natürlich ich. Ja, auf jeden Fall. Dann zeig mir, was du auch drauf hast. Ah, Klavion ist sehr. Das ist ein sehr geiles Pokémon eigentlich. Bin auch mir so ein bisschen überlegen, ob ich mir das später auch ins Team packe. Aber mal gucken. Ich habe es mir auf jeden Fall mal gefangen. Das ist schon mal Fakt. Alles andere. Ja, stellt sich das mit der Zeit. Also wird man eine Zeit sehen, ob ich es nehme oder nicht. Aber mal gucken, mal gucken. So, Glurak. Wir machen hier mal direkt mal einen schwarzen Glurak draus. Zack, mega schwarzer Glurak. So, Flammenwurf. Muss aber auch mal schwarz sein, mindestens blau. Dann wird es ja auch, ja, alles irgendwie dann passen. Wäre ziemlich geil. Aber naja. Joa, das ist auch nett, das Pokémon. Gegen das Viech habe ich ja letztes Mal im Online-Kampf verloren. So ist es halt. Man verliert halt manchmal. Weil, habe ich ja schon mal gesagt, das Ding hat so eine geile Attacke. Saugt sich zwar selber die komplette HP oder fast die komplette HP weg, aber dafür haut es mich einfach mit einem One-Hit weg. Und wenn das gut gestattet ist, naja. Und ich sehe hier gerade, ich hau hier mit Flammenwurf einfach mal drauf. Obwohl das eigentlich ein Wasser-Pokémon ist. Warum nicht, ne? So. Work. Was machen wir da? Inferno. Zack. Mann, zieht das viel ab. Jetzt durch den Regen noch mehr. Aber immerhin Verbrennung. Ja. So stark bist du nicht, mein kleiner Freund. Mein kleiner blauer Freund da unten auf dem Boden. So, setzen wir mal Drachenwut ein. Hat keine Wirkung, stimmt ja, ist ein Feen-Pokémon. Vergesse ich. Ja, vergisst man halt. Keine Ahnung, ist ja eine Neuheit und nach 80 Parts habe ich das irgendwie noch immer nicht gecheckt, dass Azorill oder auch die Weiterentwicklung auch als Feen-Pokémon, ja, gekennzeichnet wurden. Setzen wir mal Zertrümmer rein. Ich glaube, das reicht da noch aus. Ja, reicht aus und das war's. Tschüssi. Ja, dann, ich will mich ja echt nicht lange aufhalten, denn ich will gegen den Arena-Leiter da kämpfen. Aber, wie es aussieht, wird das doch etwas bisschen länger dauern. Boah, ich überlege gerade. So. Ah, genau, genau, genau. Und dann hier raus. Dann nach oben, glaube ich. So, da war hier dieser Stein, oder? Genau, und dann hier raus. Perfekt. Jo, ging doch irgendwie gut aus. Dann gehen wir mal in die Arena. Denn jetzt darf ich da rein. Wo war die denn nochmal? Ich glaube, hier, genau. Nein, 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 zurück, zurück. Ich muss erstmal meine Pokémons durchheilen, buffen. Denn geschwächt gehe ich da auf jeden Fall nicht rein. So, hallo, schöne Dame. Einmal bitte voll tanken. Din, 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 din. Ja, dankeschön. Okay, vielen Dank. Ja, ein Thema habe ich mir heute mal vorbereitet. Ist sehr wichtig, also würde ich mich auch freuen, wenn ihr auch zuhört und nicht hier direkt abschaltet. Es geht um diese Richtlinie bei YouTube. Da hat sich wieder was geändert. Man braucht für jeden Quatsch eine Lizenz. Ich selber habe auch für jeden Quatsch eine Lizenz. Bin auch nicht verwarnt worden oder sonst was. Aber man weiß es halt nicht, was in der fernen Zukunft so alles passieren wird. Deswegen, ja, da geht schon die Motivation auf den Boden, also die sinkt richtig tief runter, weil, keine Ahnung, man gibt sein Bestes und am Ende kommt irgendein YouTube-Quatsch oder eine Lizenz-Sache und dann, ja, dann war das alles für die Katz. Deswegen, ja, ist das so eine Sache immer mit diesen YouTube-Rechten. Ich selber bin zwar im Netzwerk drin, hoffe mal, dass die mir auch helfen werden, falls da was schief laufen würde oder wird, keine Ahnung, ist zurzeit alles im grünen Bereich. Aber, ja, ist halt ein bisschen,
Ja, eine komplizierte Sache auf jeden Fall. Auch große YouTuber sind davon betroffen. Also nicht nur hier die kleinen, sage ich mal, sondern auch ganz große. Und ja, ist immer so eine Sache bei sowas. Also keine Ahnung. Ich selber finde es Quatsch, weil... ich weiß nicht. Wenn man schon was hat in der Hand, muss man es doch nicht beweisen. Manche Dinge haben... also manche Spiele haben so eine Free-Lizenz. Da kannst du Let's Playen, wie du willst, sonst was machen damit. Wiederum gibt es andere Hersteller, die sind da schon, sag ich mal, ein bisschen strenger. Aber das ist jedem das sein. Aber warum mischt sich da immer YouTube so viel rein? Das ist immer so eine... ach, das nervt einfach. Keine Ahnung. Ich hoffe mal, ich werde da auch nicht verwarnt. Denn ich habe auch die Erlaubnis bekommen für hier... Pokémon etc. Also, ich denke mal, das ist alles noch im grünen Bereich. Aber naja, man weiß ja nie, ne? Vielleicht kommt in 3 Monate noch eine andere Änderung, dass man gar nicht mehr Let's Playen darf, weil Baum und keine Ahnung. Es ist halt ein bisschen komisch. So, jetzt mal dieser Florheim, der war lange nicht hier drin. Ich habe einen schwarzen Glurak sehr lange schon gesehen. Aber ein bisschen dieser Flor muss auch mal sein. Das passt dann auch sehr gut. So. Ja. Ist halt so. Deswegen sage ich auch immer beim letzten, also immer bei der letzten Minute vom Part, bitte unterstützt mich, Daumen hoch. Das sage ich ja nicht einfach so. Weil umso mehr Leute mich sehen, beziehungsweise auch meine Videos bewerten, umso besser werden die auch, sage ich mal, hochgepusht am Ranking. Und wiederum kommt der eine oder andere, liked meine Facebook-Seite. Das heißt, irgendwann, wenn YouTube irgendwie verfällt, sind die Leute noch immer im Facebook unterwegs und da kann man noch irgendwie die Videos posten oder sonst was über andere, ja, sag ich mal, Hochladseiten. Es gibt ja nicht nur YouTube oder sonst was. Deswegen ist das immer eine geile Sache, wenn ihr mich unterstützen könnt, weil das, oh, wohin? Hier? Denn das bringt mir viel auch was, auch euch, dann kommen immer weitere Projekte und ja, ist halt so. Moment. Okay, da oben. Und dann hier, ich muss gegen jeden kämpfen, wie ich hier sehe. Frostig, eisig, klirrend kalt. Erstarre zu Eis. Sofort, jetzt. So, zeig mal, was du drauf hast. Gegen diesen Arena-Leiter... ich weiß nicht, ich glaube... nee, bei denen habe ich echt nichts gehört. Also mich gar nicht gespoilert oder sonst was. Bei manchen Arena-Leiter wusste ich schon so vorhin, ja, das ist ein Feen-Pokémon-Gedöns oder was auch immer. Man sieht hier, dass das Eis, dass das Eis-Pokémon sind, aber welche der Arena-Leiter jetzt hat, weiß ich nicht. Absolut gar nicht. So, Inferno. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut auf jeden Fall. Warte mal. So, zack. Zack. Bam, wieder da, welcome back. Deswegen bin ich jetzt, also ich habe sogar meine Wii U, wie gesagt, gekauft, vorbereitet, alles da, um loszustarten. Mir fehlt nur die Capture Card und das kann ich dann auch wiederum dann machen, wenn ich, ja, wenn das sich irgendwie bei YouTube alles klärt, weil ich will ja nicht immer produzieren und am Ende ist das alles für die Katz. Und alles wird dann, sag ich mal, gelöscht oder sonst was. So, deswegen ist das nicht so cool irgendwie. Flammenwurf. Yeah. Und tschüss. Das war's mit dir, mein kleiner Freund. Der nächste bitte. So, Mammutel. Sehr schön. Gibt's davon eine Weiterentwicklung? Könnte ich mir durchaus vorstellen. Also ich selber kenne das, wie ich jetzt nur von diesem Spiel hier, also von Pokémon Y, ich habe das davor nie gesehen. Ich glaube, das ist jetzt nur hier rausgekommen. Bin mir auch nicht sicher, denn wie gesagt, ich habe die letzten 2 Generationen nicht gespielt. Deswegen ist das ab und zu mal für mich neu. Auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass das so ein ganz großes Mammut werden kann. Mammutmon aus Digimon zum Beispiel, so ein Mammut. Das sieht auch so verdammt groß aus, riesig mit diesen Stoßzähnen. Könnte ich mir gut vorstellen. So, tschüss. Das war's mit dir. Ach so, den Knopf habe ich vergessen. Was man so alles... ich komme hier gar nicht raus. Was man alles so in einem Haus machen kann, ne? Einfach mal so ein Teil hier hin platzieren.
Ja, das bringt mir aber gar nichts hier. Freund. Mein guter Freund hier. Verstehe ich jetzt nicht. So, nochmal. So, hier komme ich raus. Aha. Nochmal. Da wird es blockiert. Jetzt nochmal. So. Jetzt komme ich zwar hier nicht hoch. Aber. Verstehe ich nicht. Verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Ach so, jetzt verstehe ich's. Naja, ich verstehe es jetzt. So. Nee, nochmal. Hier muss man echt mitdenken ein bisschen. Nee, ey, willst du mich verkackern? Nochmal. So. Nee, da ist jetzt... Oh. Nochmal. Oh je, das wird ein längerer Part, wie ich sehe. Irgendwie ergibt das hier gerade nicht so viel Sinn, was ich mache. Weil ich dachte, ich könnte hier runterlaufen. Nur einfach von der anderen Seite irgendwie. Hier muss der Weg freikommen. Aber wie? Ich komme da jetzt nicht runter. Ich habe mir alles hier blockiert. So, komm. So. Nochmal hier drücken. So, nochmal. Ich weiß ungefähr, wie es sein soll, aber irgendwie funktioniert das hier mit diesem Teil irgendwie nicht. So, so muss das sein, dass ich... Ah, dann ist hier der Weg nicht vorhanden. Ah, okay, ich verstehe es. Ja, das passt so. Das passt so. So, jetzt drücken. Ja, geht doch. Nee, geht nicht. Ich rasiere gleich auch so nochmal drehen. Nee, das geht sowieso nicht. Jetzt nochmal drehen. Das wird hinhauen, oder? Ja, das geht. Ah, da oben geht's aber nicht. Oh, scheiße, ey. Nochmal drehen. Das bringt auch nichts. So, aber das jetzt, oder? Ey, ich krieg's irgendwie nicht gebacken. Moment. Ah. So. Ich muss das nicht alles schon vorbereiten. Das kann durchaus... Komm, jetzt nochmal. Nerv nicht. So, geht doch. Boah, schwere Geburt auf jeden Fall. So. Was? Ja, wie komme ich hier? Ach so, der ist ja frei. Den sehe ich ja gar nicht. So, let's go, mein Freund. Den habe ich gerade nicht gesehen. Ich habe mich nur auf das Gelbe orientiert jetzt gerade. So, hallo, nette Dame. Na? Mira, Erstquälerin. Oh, das Viech ist geil. Aber mein Glurak ist noch geiler. So, Mega Glurak. Machen wir mal schnell ein Inferno draus. Glurak X. Ich muss zu der Omega-Höhle nochmal hin. Ich habe es wieder vergessen. Mann, 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 in der nächsten Folge ist die Omega-Höhle reif, das sage ich euch schon jetzt. Ja, ja, ja. Oh, der hat mich eiskalt jetzt verwirrt, ne? Der hat mich verwirrt! So, setzen wir mal Flammenwurf ein. Ja, so, nochmal. Ey, kannst du mal aufhören, mich anzugreifen die ganze Zeit? Ich bin mal eigentlich mal wieder dran. So, jetzt fuck mich nicht ab. Gut, verwirren, das ist immer so eine Sache. Das ist...
kann man nichts machen. Der hat mich halt verwirrt und da kann ich nichts Großartiges machen. So, nochmal, jetzt. Flammenwurf, geht doch, nach 100 Jahren. Zack, one hit down. So, der nächste bitte. Glurak gereist 68. Ein Glurak levelt ziemlich schnell. Aber nicht schnell genug. So, ich setze ihn noch wieder ein. Ach, das Ding habe ich lange nicht gesehen. Davon gibt es eine Vorstufe. Sieht so, wie so ein kleines Schweinchen aus. Noch so kleiner. Das ist schon groß. So. Und tschüss. Der nächste bitte. Rosana. In lila. Nicht in schwarz. So, Flammenwurf. Bäh. Das war's. So, okay, gut, gut, gut. Passt, passt, passt. So. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Gegen die kämpfen wir jetzt auch. Warum das Ganze? Ich bin halt einer, der alles fertig machen möchte. Und er hat nur zwei Pokémon. Das geht halt ein bisschen schnell. Ist ja nicht so schlimm. Oh, das Viech. Boah, kriegen wir das ohne Mega-Entwicklung? Ich denke mal schon, oder? Flammenwurf und zack, ist das Ding weg, oder? Ich denke mal schon. Ja, passt schon. Also diese Mega-Entwicklung bringt nicht sehr viel. Also falls ihr denkt, wow, das Pokémon wird doppelt so stark. Nee, nee, also so stark wird das trotzdem irgendwie nicht. Ich setze mal Glurak nochmal hier ein. Oh, das Ding wollte ich haben. Habe ich, glaube ich, schon einen Part mal erzählt. Es gibt ein Eis. Dann hier diese Entwicklung, zwei Eissorten. Vielleicht gibt es noch eine dritte, weiß ich nicht. Aber die zwei kenne ich. Das wäre dann geil, das Pokémon irgendwie. Sehr lustig. Muss ich mir unbedingt mal fangen. So. Ach, jetzt kommt's. Ich weiß da oben nicht. Oh Mann, das ist so fies gerade. So, zack. Okay, passt. Nee, passt nicht. Hätte ich diesen scheiß Knopf da gedrückt. Ich könnte kotzen, denn ich halte mich jetzt wieder hier lange auf. So. Erstmal hier drücken. Passt. So, zack. So, das passt auch, oder? Ne, das passt leider nicht. Nochmal. Das allererste war schon richtig. Ne, jetzt nochmal. Ja, das passt. Oder? Nö. Ne, das passt irgendwie nicht. Oder ich sehe es nicht. Boah, das ist echt verwirrend, ne? Also. Ja, ich kann ja alles machen, aber. Nochmal drücken. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich laufe aus dem Bezirk. So, das sieht doch. Oh, das sieht doch gut aus. Oh Mann. So. Ah doch, beides ging. Dann hauen wir den mal erstmal schnell weg und dann war's das eigentlich schon. Eis ist, du weißt schon, hart. Aber eben auch zerbrechlich. Das ist ein bisschen wie beim Kämpfen. Ob du meine, du weißt schon, meine Defensive durchbrechen kannst. Hängt ganz davon ab, mit welchen Pokémon und Attacken du angreifst. Aber genug geredet. Jetzt wird, du weißt schon, gekämpft. Bats! Auf die Wampe drauf! Oh, geil. So, Arena-Kampf. Letzter Arena-Kampf. Danach geht's zur Pokémon-Liga. Hallo. So, das war mir klar, dass er das einsetzt. Das hat meine Stadt gesehen, obwohl ich mich nicht gespoilert habe. Aber ich hatte eine Vermutung gehabt, weil in der Stadt hat man das Pokémon ja gesehen. Ne? So. So, wir setzen mal hier Flammenwurf ein, weil es so schön ist und dass es ein bisschen warm wird. So, zack, weg ist es. Das erste Pokémon schon down. Nächster, bitte. Erreicht Level 62.
Aua. So. Schon wieder. Passt zur Weihnachtszeit jetzt. Das Bild ist irgendwie voll abgeschnitten. Seht ihr das? Das Teil ist irgendwie voll abgeschnitten. Ach so, ja, okay. Sieht hier jetzt ein bisschen komisch aus, ist generell immer abgeschnitten, aber hier sieht es halt ein bisschen komisch aus wegen diesem weißen Hintergrund. So, zack, auch. One-Hit, alles One-Hit. Ich glaube, jetzt kommt das Pokémon, das so eine gerade Oberfläche hat. Ich vermute es nur. Wirklich nur eine Vermutung. Aua. Ich kenne den Namen leider nicht von diesem Pokémon. Ja, gerade Oberfläche, also. Habe ich mir echt gedacht, also das ist aber auch cool. Sieht auf jeden Fall sehr spacig aus. Hier. Aber einfach gerade. So, mit Glurak alles weggefetzt. Alles weggefetzt mit Glurak. Sehr schön, Glurak. Bin stolz auf dich. Level 69. Level 69. Bio erreicht Level 70. So, das war's, mein Freund. So schnell kann's gehen und er gibt mir jetzt die Möglichkeit, Cascada einzusetzen. Also, dein Team ist, ja, weißt du schon, der Hit eben. Du kämpfst so voller Kraft und Leidenschaft. Da hast du wirklich ganze Arbeit geleistet. Sakatjes, hier der Orden für dich, ganz alleine, nur für dich. Der letzte Orden. Dankeschön. Der Eisbergorden, also der ist so etwas wie, du weißt schon, ein Zeichen der Stärke. Mit ihm werden dich all deine Pokémon respektieren und dir im Kampf immer folgen. Außerdem will ich dir noch das hier geben. TM 13, Eisstrahl. Bin mal gespannt, wer das von meinem Pokémon einsetzen kann. Ich glaube, Lapras sowieso muss ich mir auch holen. Hab's voll verpeilt, aber Quajutsu, denke ich mal ja nicht, ne? Das ist die Attacke Eisstrahl. Die hat eine Genauigkeit von, du weißt schon, 100%. Und nicht nur das, nicht oft, aber oft genug, friert sie auch noch deinen Gegner ein. Ich hoffe, du hast heute eine wichtige Lektion gelernt. Hart zu sein macht dich stark, aber du weißt schon, leider auch sehr unflexibel. Wahre Kraft liegt in der Punkt, du weißt schon. Ja, Geschmeidigkeit, hart, aber zart, sozusagen. Sich fließend wie das Wasser, den Umständen anzupassen, ohne seine Natur zu verändern. Das ist wahre Stärke. Naja, ich bin zu stur dafür und nicht sehr flexibel. Jetzt haut er sich bestimmt nochmal auf die Wampe. Daher lieber ich Eis-Pokémon auch so. Sie passen nämlich perfekt zu mir. Sehr geil. Eine kleine Abkürzung. Dankeschön, Mr. Achter Arena Orden Typ. Ja. Ich slide hier mal durch die Gegend. Und bin schon hier draußen. Ja, das war's mit dem Arena-Kampf. Ging sehr schnell. War keine große Herausforderung oder sonst was. Und das wollte ich gerade vermeiden. Ja. Sei gegrüßt, zukünftiger Champ. Wie geht's, wie steht's? Herausfinden. Was? Herausfinden zu wollen, wie stark man wirklich ist, nenne ich ein lobenswertes Bestreben. Für einen Trainer eignet sich die Pokémon-Liga ganz besonders gut als Messlatte. Kommt der. Och, nö, jetzt kommt der auch nur. Jetzt, wo du all. Du weißt schon, alle Orden hast, heißt es ab in die Pokémon-Liga. Hör mir zu, Junge. Wie weit du es als Trainer bringst, hängt allein davon ab, wie sehr du deine Pokémon vertraust. Wie war? Ja gut, dann werde ich erstmal hier einen Cut machen. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Aber in der nächsten Folge gehe ich nicht in die Pokémon-Liga, denn dann werde ich erstmal das machen, was ich alles davor noch nicht gemacht habe. Das heißt, in der Omega-Höhle vorbeischauen und auch in der Hotelruine nochmal vorbeischauen. Da habe ich ja vieles noch was verpasst. Jo, und falls euch der Part gefallen hat, Daumen hoch, würde ich mich immer freuen, kommentieren. Vielleicht auch meine Facebook-Seite besuchen, die ist immer für euch da zugänglich. Da poste ich generell immer als erstes die Folgen, also nach YouTube natürlich. Und ja, bis zur nächsten Folge, euer Sakadies.